und Zerstörung freihauen! Heute zeige ich euch mal den Multiplayer von Bulletstorm. Man kann ihn zu viert spielen, muss man aber nicht. Im Multiplayer geht es darum, dass man zu viert, alleine, zu zweit gegen NPCs spielt und da halt die meiste Punkteanzahl erreicht durch gewisse Treffer, Kicke, ja, halt wie man einen Gegner am besten tötet. Zum Beispiel, man tut ihn in spitze Stacheln an der Wand schmeißen. Daraufhin kriegt man 120 bis 250 Punkte. Oder man macht Spezialtricks. Diese Tricks können bis zu 500 Punkte bringen in einem Spiel mit Multiplayer, also jetzt nur das Multiplayer. Geht es darum, wirklich eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Also am Anfang sind es, glaube ich, 100 Punkte, dann irgendwann über die 1000 und so weiter und so fort. Und da gibt es verschiedene Wellen. Es kommen immer mehr Feinde, immer mehr größere Gegner, dickere Gegner. Und umso größer natürlich die Gegner sind, umso mehr Punkte geben sie natürlich. Aber es ist auch definitiv schwieriger, sie zu töten. Genauso viele Tötungsarten es gibt, das heißt, wie man einen Gegner tötet, genauso viele Waffen gibt es auch. Diese Waffen haben auch noch Spezialfähigkeiten, zum Beispiel mit der Schrotflinte, mit Spezial, kann man die ganze Gegend, was vor einem ist, auf einmal abfackeln. Oder das klassische Sturmgewehr mit den Spezialfähigkeiten. Sollten mehrere Gegner hintereinander stehen, wird das alles zusammen getötet. Alles, was hintereinander steht. Aber es gibt noch viele, viele mehr Waffen. Probiert's mal aus. Guckt's euch mal an. Es macht so richtig Laune, einem dicken Gegner so ein brennendes Arschloch zu verpassen. Ich lasse euch jetzt mal das Video in Ruhe weitergucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Wäre schön, wenn ihr öfters mal hier vorbeischauen würdet und lasst ein Abo da. We'll be right back.